Hallo Leute, heute gibt es eine Creepypasta von mir. Diese Creepypasta wird die zweite sein, die Banana Speakers jemals rausgebracht hat. Und diese Creepypasta habe ich mir selber ausgedacht. Und tja, ich würde sagen, dann geht es los mit Bloody Hand. Dieses Bild habe ich selber von ihm gezeichnet, nachdem ich ihn selber leider sehen musste. Ich erkläre euch jetzt, wie das passiert ist. Es war ein Montagabend, an dem ich um 6 Uhr aus der Tür meines Freundes ging, verabschiedete mich von ihm und ging nach Hause. Ich muss leider, um nach Hause zu kommen, quer durch mein ganzes Dorf laufen. Und dabei sah ich etwas Schreckliches, etwa 100 Meter von meinem Haus entfernt. Ein Mann wurde attackiert von einer menschlichen Gestalt. Aber diese menschliche Gestalt war nicht normal. Er hatte rote, rot leuchtende Augen, einen blutigen Mund, einen Schlitz im Hals und blutige Hände mit spitzen Fingernägeln. Ich musste leider mit ansehen, wie diese Gestalt seine Hand in den Mann, in seinen Mund hineinsteckte und ihm die Gedärme rauszog. Ich dachte mir, was ist das für eine kranke Gestalt? Als nächstes biss er ihm den Kopf ab und sagte nur: Ach, wie gut, dass niemand weiß, auf wen und was ich alles beiß. Es schien mich nicht zu sehen, also entschloss ich mich ganz schnell in mein Haus zu gehen. Tja, ich dachte nur, heilige Scheiße. Dachte aber, naja, es hat mich nichts gesehen, also wird es nichts von mir wissen. Ich ging ganz beruhigt schlafen, aber als ich am nächsten Tag zur Schule musste, hing ein Zettel an der Tür. Ich entschloss mich, ihn zu lesen, aber was dort dran stand, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Auf dem Zettel stand: Wenn du das jemandem weitererzählst, bist du der Nächste. Gezeichnet Bloody Hand. Ich dachte mir, wer ist Bloody Hand? Aber ich machte mir keine Sorgen und lief zur Bushaltestelle. Ich rannte zur Bushaltestelle, um meinem Freund zu erzählen, was vorgefallen war. Tja, aber ich kam dann 6 Stunden später aus der Schule zurück. Ging nach Hause. Auf einmal erschien dieses Viech direkt vor mir im Nebel. Es sagte nur: Lauf. Ich entschied mich sofort wegzurennen und zu meinem Freund ins Haus zu gehen und ihm alles zu erzählen. Auf einmal klopfte er ans Fenster mit seinen spitzen Händen. Er lächelte nur und zerbrach das Fenster. Er schlug die Scheibe ein und ich musste mit ansehen, wie er meinen Freund auf brutalste Weise tötete. So wie er den Mann getötet hatte, den ich letztens auf der Straße gesehen habe. Ich konnte mich nicht rühren, da mein Blut in den Adern gefroren war. Ich konnte mich kein bisschen bewegen. Ich wollte wegrennen, aber ich konnte nicht. Doch dann sagte es: Du bist der Nächste. Und verschwand einfach. Ich entschloss mich, die Eltern von meinem Freund zu informieren und zu sagen, was vorgefallen war. Sie riefen sofort die Polizei an und meldeten diesen Mann, diese menschliche Gestalt. Aber das war ein schrecklicher Fehler. Am nächsten Tag entschloss ich mich,
zu den Eltern meines Freundes zu gehen und sie ein wenig zu trösten. Aber als ich an die Tür klingelte, ging die Tür auf einmal auf, aber hinter der Tür war niemand. Ich entschloss mich hochzugehen und dort sah ich aber die Eltern meiner Freunde zermatscht, ausgeweidet und mit dem Kopf daneben liegend auf dem Sofa liegen. Sofort alarmierte ich die Polizei, dass dieser Vorfall schon wieder kam. Aber dann fiel mir auf, dass etwas mit Blut an die Wand geschrieben war. Du bist wirklich der Nächste. Ich hatte wirklich Angst und erzählte den Polizisten, dass ich diesen Mann vorher schon einmal gesehen hatte. Sie stellten ein Fahndungsbild aus und hingen es im ganzen Dorf und in der ganzen umliegenden Umgebung auf, gesucht. Aber als ich dann den nächsten Abend schlafen gehen wollte, stand es vor meinem Fenster. Es schlug die Scheibe ein, kam zu mir und griff in meinen Mund und riss mir die Gedärme raus. Danach biss es mir in meinen Hals und sagte wieder, ach wie gut, dass niemand weiß, auf wen und was ich alles beiß. Danach hat man diesen Mann nie wieder gesehen. So Leute, ich hoffe, die Creepypasta hat euch gefallen. Also ich habe davon gerade selber wirklich ein bisschen Schiss gekriegt, während ich sie erzählt habe. Naja, aber das haben Creepypastas ja so an sich. Dafür sind sie ja da, denke ich mal. Aber ich habe mir das wirklich alles nur ausgedacht. Und falls ihr wirklich Angst davor haben solltet, also wirklich, ich habe mir das nur ausgedacht. Und ja, eigentlich wie die meisten Creepypastas. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.